Marco! Was geht ab? YouTube! Ein ganz neuer Anblick. Marco am Cardio machen. Heftig, oder? Bisschen rudern. Erzähl, was sehen die Leute heute? Noch mehr rudern. Und zwar später wahrscheinlich am Kabelturm, an der Langhantel. Denn wir machen heute die 5 Top-Übungen für ein breites Kreuz. Nice. Ja. Da werden ja alle dabei sein. Das hast du schön gesagt. Danke. Das werden sie. Also bis gleich. Marco, du verrätst uns heute, mit welchen Übungen du dein breites Kreuz bekommen hast. Erstmal das Wichtigste. Oha, was ist das denn? Da stand da einfach. Das habe ich noch gar nicht gesehen heute. Hast du nicht? Nee, echt nicht. Smileys? Das sind, glaube ich, die so heftig ins Hinkleben. Ja, das ist überhaupt gar nicht mein Fall. Du kannst sie doch nicht komplett in deinen Maul stecken. Wie hart. Perfekter Content. 3-Sekunden-Regel. Oh. Alter Schwede. Ja, ich mache hier mal einen Cut und warte, bis du aufgegessen hast. So, heute die Top 5 Übungen für den oberen Rücken. Das ist korrekt. Was ist denn die Nummer 1, die du empfiehlst? Rudern. Eine schwere Ruderübung. Hm. Zum Beispiel mit der Langhantel. Das wäre vielleicht meine Nummer 1. Aber damit fängst du heute nicht an. Nein. Wir fangen an mit Klimmzügen. Aha. Mit den Angle Grips. Ja. Also Fakt ist, für ein stabiles Kreuz brauchst du 2 Dinge. Eine horizontale Zugbewegung und eine vertikale. Okay, also du musst irgendwas so ranziehen und irgendwas so. Mhm. Gibt es viele Mittel und Wege, das zu tun? Die besonders harten unter uns pflegen natürlich das vorgebeugte Langhantelruder und die Klimmzüge. Big on the basics. Weil der Scheiß funktioniert. Und ich glaube, die ersten 5-6 Jahre meiner Trainingskarriere oder unserer Trainingskarriere haben wir auch nie was anderes gemacht. Weil wir hatten nichts anderes. Nee. Und es hat sehr gut funktioniert, oder nicht? Hat es. Hat es. Wie man sieht. Deswegen, das verstehe ich. Deswegen fangen wir damit auch an. Klimmzüge als erstes, weil das eigene Körpergewicht kann man nicht leichter machen. Deswegen machen wir das als erstes, verausgaben uns da völlig. So viel wie halt geht, vielleicht mit Zusatzgewicht, vielleicht auch nicht, mal gucken. Und danach machen wir die anderen Übungen, die gewichtsbasiert sind, weil da kann man es besser dosieren. Also das mit dem Zusatzgewicht würde ich mir bei dir nochmal überlegen, bei deiner derzeitigen Form. Das war sehr freundlich. Ja, du hast recht. Was soll ich sagen? Die Gummibärchen liegen schwer im Bauch. Jedenfalls fangen wir an mit Klimmzügen. Dann wahrscheinlich Langhantelrudern und den Rest spoilern wir noch nicht. Okay. Okay? Das ist ein Deal. Gut. Übrigens vielleicht zur Begründung, warum vertikal und horizontale Zug. Klassischerweise ist horizontal der hier eigentlich das Beste, weil man benutzt die meiste Muskelmasse im ganzen Rücken. Ist aber eher trapezdominant und das Vertikale von oben latdominant. Das heißt, wenn man beides hat, hat man eigentlich schon für die großen Muskelgruppen eine dominante Hauptübung. Alles, was danach kommt, ist halt die Kirsche auf dem Eisbecher. Das kennt ihr ja schon. Übrigens, zum Griff. Macht aus den Griffvariationen keine Wissenschaft. Hauptsache, ihr rudert oder zieht halt von oben. Scheißegal, wie ihr es macht. Macht das einfach so, wie ihr wollt. Wie ihr Bock drauf habt, was sich am besten anfühlt. Okay, damit steht und fällt nicht euer Trainingserfolg. Ich nehme jetzt hier Angle Grips, weil ich halt frei rotieren kann. Fühlt sich einfach gut an. Mag ich. Okay? Ansonsten variiert natürlich gerne mal. Mal breit, mal eng. Sucht euch was aus.
Klimmzüge. Für viele sicherlich eine Hassübung. Wahrscheinlich schon. Wenn ihr keinen richtigen Klimmzug schafft, macht Negativklimmzüge. Also hochspringen und dann in Zeitlupe runterlassen. Und dann werdet ihr im Nu auch einen richtigen schaffen, schwöre ich. Oder mit Hilfe von einem Gummiband. Ja, mit Bändern und so kann man auch machen, bin ich aber nicht so der Fan von. Aha. Das hier ist halt, also ich mach mal einen negativen, ist halt geiler. Also ihr sucht irgendeinen Griff aus und dann hüpft ihr hoch. Und dann lasst ihr euch so langsam wie möglich runter. Bis ihr komplett lang hängt. Oh. Die schocken gar nicht. Deswegen sind die aber auch so effektiv. Also, keine halben Sachen machen. Macht negative Klimmzüge. Besonders schlimm sind im Fitnessstudio die Dinger mit der Unterstützung, wo ihr euch drauf kniet. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Mensch den Übertrag geschafft hat von diesem Gerät zum freien Klimmzug. Aha. Habe ich echt nicht. Das ändert ja auch ein bisschen die Übung an sich. Man zieht nämlich anders. Sie versuchen da immer sehr aufrecht zu bleiben. Und man ist einfach ein bisschen eine andere Bewegung. Okay? Also der Übertrag ist schlecht. Nicht so effektiv. Macht lieber Negativklimmzüge. Das ist der Expertentipp des Videos. Völlig random eingestreut. Ja. Du kannst ja so einen Feuerball machen. Ich schau mal. Jetzt. Okay. So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Na, ich mach noch einen. Ich mach nur zwei Durchgänge, das reicht. Und dann nächste Übung. Übung Nummer zwei. Vorgebeugtes Ruder mit der Langhantel. Beziehungsweise mit den Angle Grips. Dafür haben wir uns heute entschieden, weil auch heute das Bäuchlein ein wenig im Weg ist. Das ist natürlich, also Nachteil an vorgebeugten Rudern oder auch am Kabelturm, je nachdem, was für einen Griff man wählt, ist halt, dass der Bauch immer limitiert. Du kannst ja halt nicht so an dir vorbeiziehen, wenn die Wampe da ist. Deswegen mag ich Kabelturmrudern, auch nicht mit einem engen Griff, weil dann ist es extrem schlimm, wenn dann da mit einem weiten Griff, dass du vorbeiziehen kannst. Können wir eine Langhantel auch machen, wenn wir Angle Grips nehmen, weil dann kann ich auch vorbeiziehen. Mehr Range of Motion, natürlicherer Griff, hat nur Vorteile, okay? Ansonsten natürlich Langhantelruder so eine gute Übung, weil der ganze Rumpf auch sehr stark involviert ist. Also der ganze Rückenstrecker arbeitet mit, der ganze Bauch und halt, ja, der ganze Rücken einfach. Also eine vollständigere Rückenübung könnt ihr nicht machen, wahrscheinlich als vorgebeugt Rudern. Perfekt. Deswegen gönnen wir uns das jetzt. Auf geht's. Junge, die hauen rein. Sah anstrengend aus. Ja, mega. Wahrscheinlich sieht es ein bisschen komisch aus mit den Angle Grips. Weil das so, der Weg so, also so, weil es dann ungewohnt aussieht wahrscheinlich, aber ich schwöre euch, es fühlt sich richtig gut an damit. Das macht es auch sehr, sehr viel schwerer tatsächlich, weil man hat die Stange nicht dicht am Bein. Die Stange ist die ganze Zeit vom Körper weg. Mhm. Macht es viel schwerer, das hochzurudern. Also ich glaube, 80 Kilo sind eigentlich sogar ein bisschen viel. Ja. Also ansonsten an der Hantel selbst, keine Ahnung, ist 80 Kilo nicht viel. Da gehen sonst auch über 100. Aber mit den Dingern reicht das. Ja, testet's aus. Die Übung zum großen Starkwerden auf jeden Fall. Der nächste Streich? Ja, was unilateral ist. Kein Kurzhantel, einarmiges, wie nennt man das? Einarmiges Kurzhantelrudern,
sondern Bankziehen. Kennt viele wahrscheinlich nicht, ist aber extrem geil. Vergleichbar vielleicht mit einem High Row oder so, wenn man Geräte hat im Studio. Der Winkel, so maximal 45 Grad, also zwischen 30 und 45 Grad, irgendwie was ihr da so halt habt. Und der Vorteil der Übung, erstens unilateral und zweitens, ihr habt eine sehr große Range of Motion. Ihr könnt euch nämlich von den Hanteln richtig schön nach vorne lang ziehen lassen. Und dann zieht ihr richtig schön Ellbogen zum Bauch und Schulterblätter hinten zusammen. Und beim Zusammenziehen versucht ihr, den Oberkörper dabei mit aufzurichten. Also ihr streckt die ganze Brustwirbelsäule. So trainiert ihr den ganzen Rückenstrecker auch mit. Also es ist eine wunderbare Übung für wirklich den gesamten Rücken. Versucht ohne Schwung zu arbeiten, euch schön langziehen zu lassen. Und jo, das war's eigentlich. Ja, zeig doch mal. Auf geht's. Okay. Also das war vielleicht ein bisschen schwer. Also was soll ich sagen? Wir machen glaube ich gleich nochmal einen Durchgang mit ein bisschen weniger Gewicht. Dann sieht man es besser. Ich hatte jetzt halt Schwierigkeiten, mich langziehen zu lassen, weil das war hier im Weg. Und Schwierigkeiten hochzukommen, weil es so schwer war. Okay. Das war jetzt 45 pro Hand. Ich glaube, wir machen gleich nochmal so, weiß ich nicht, 35, 37 pro Hand. Jo. Richtig geile Übung, test es mal aus. Verrate uns Übung Nummer 4. Wir befinden uns jetzt bei der Kirsche des Eisbechers, wenn wir mal bei der Analogie bleiben wollen. Den Überzügen. Kann man auch sehr gut mit einem Seil machen, dass du am Bein vorbei arbeitest. Dann machst du es mit der Stange, weil ist auch gut. Eigentlich die beste Isolationsübung für ein Lat, die man machen kann. Also es geht nicht noch mehr Range of Motion. Also versucht bei der Übung gezielt euch lang zu machen. So Kopf zwischen die Arme durch, Arsch nach hinten raus und richtig schön strecken. Und dann einen gestreckten Arm zum Bein ranziehen. Und dann, kleiner Tipp, nicht so schwer gehen. Eher weniger Gewicht, viel Wiederholung. So mindestens 12 Wiederholungen, 12 bis 20, irgendwie sowas. Kurze Pause, viel Schmerz. Okay? Okay. Auf geht's. Mach mal vor. Wer ihn schon länger verfolgt, der weiß vielleicht auch, dass es eine sehr gute Korrekturübung ist für Spannung im Lat, fürs Bankdrücken, fürs Kreuzheben. Ja, kann also in vielerlei Hinsicht Gutes tun für den Lat. Aktivieren, wachsen, stärken. So, letzter Streich. Kabelturmrudern mit den Angle Grips. Vorteil ist jetzt halt, wir können das schön auseinanderziehen.
Mit den Überzügen vorhin haben wir ja gezielt den Latt nochmal extra getroffen. Jetzt versuchen wir gezielt den Trapez nochmal extra zu treffen. Also wir rudern jetzt hoch zur Brust und ziehen dabei schön auseinander und die Schulterblätter hinten zusammen. Damit es richtig schön geil in den unteren mittleren Trapez geht. Und ihr könnt auch gerne so ein bisschen die Schulter hochziehen, dass es auch hier oben in den Nacken geht, oberen Anteil des Trapez. Let's fets. Das war's. Top 5 Übungen für ein breites Kreuz. Eigentlich muss man im Rücken sagen, macht da keine Wissenschaft draus. Muss halt, wie gesagt, horizontaler, vertikaler Zug. Macht so ein bisschen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt das mit drinne. Und dann gibt aber trotzdem den Übungen mal eine Chance, die wir vorgestellt haben, weil die nämlich toll sind. Sie verdienen ein wenig Aufmerksamkeit. Tun sie. Das heißt, alles ohne Geräte. Im Fitnessstudio hat man natürlich auch ein paar Möglichkeiten, das irgendwie brustunterstützend Rudergerät zu machen, von oben, von unten, was auch immer es da so gibt. Sind ein paar gut, ein paar finde ich auch richtig scheiße. Mit den Sachen jetzt, die wir vorgestellt haben, da weiß man halt zumindest, woran man ist. Also, schreibt es in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes? Es kommt bald der Sommer. Wie wär's, wenn wir ein Video zum Sixpack machen? Klingt hervorragend. Oder? Mhm. Also liken, abonnieren, kommentieren und auf Wiedersehen.